Dankeschön. So, zuerst gilt selbstverständlich mein aufrichtigster Dank der Adenauer-Stiftung und auch dem Christoph Böhr, der mich so freundlich vorgestellt hat. Entschuldigen Sie bitte den Gebrauch der deutschen Sprache, falls ich Deutsch wirklich sprechen werde. Man hat mir 40 Minuten anvertraut, um das Thema Europa, Christentum und Moderne zu behandeln. So besteht meine Aufgabe darin, diese drei Begriffe miteinander, fallweise gegeneinander und vielleicht durcheinander zu denken. Nun ist es gar nicht selbstverständlich, dass sie sich überhaupt unterscheiden, dass sie tatsächlich drei verschiedene Begriffe darstellen. Der erste Begriff, Europa, erweist sich nämlich als besonders doppeldeutig und schillernd. Er kann unmöglich eine rein geografische Bedeutung erhalten. Die Grenzen Europas sind nämlich diejenigen des Einflussbereiches einer bestimmten Kultur, sei diese die christliche oder die neuzeitliche, nachaufklärerische. Europa und Christentum könnte man als Tautologie verstehen, etwa im Geiste der bekannten und übrigens höchst ironischen Rede, die Novalis 1799 niederschrieb, wobei der deutsche Dichter übrigens Europa nicht mit Christentum verband, sondern mit Christenheit, was nicht dasselbe bedeutet. Aber ebenfalls Europa und Moderne könnte tautologisch klingen. Hat sich doch eine Moderne nur im europäischen Bereich entwickeln können, obwohl die von Europa kommende Modernisierungsbewegung sich auf die ganze Erde erstreckt hat. Wenn nun beide Gleichungen, Europa gleich Christentum und Europa gleich Moderne, zusammen gelten, dann sollte man eine dritte Gleichung als Fazit erwarten, nämlich Christentum gleich Moderne. Nun ist diese Gleichung bekanntlich höchst problematisch. Die Lösung der Antinomie steckt in der Doppeldeutigkeit des Wortes Europa. Im heutigen Sprachgebrauch ist es kaum mehr als der säkularisierte Name des Kulturgebildes, das in früheren Zeiten Christenheit hieß und sich als solche verstand. Je nachdem, wie man diese Tatsache der Säkularisierung, diese Tatsache des Ausgangs vom Christentum betont, wird Europa zum Synonym entweder des Christlichen oder, wie gesagt, eines geplanten Ausgangs aus dem Christlichen. Europa, um beim gewöhnlich akzeptierten Namen zu bleiben, war christlich. Damit ist nicht behauptet, dass nur Christen im europäischen Bereich lebten. Jüdische Gemeinden hatte es schon vor dem Christentum gegeben. Die gab es noch nachher, bis heute. Heidnische Völker sind nicht im Handumdrehen Christen geworden. Es sei hier daran erinnert, hier in Polen weiß das jeder, dagegen so gut wie kein Mensch in den übrigen Ländern, dass ihre Nachbarn, die Litauer, erst im späten 14. Jahrhundert zur christlichen Religion übergetreten sind. Das bedeutet, dass die Christianisierung Europas sich auf 10 Jahrhunderte erstreckt hat. Auch unter den getauften Völkern waren sich nicht alle der Gesamtheit dessen bewusst, was der christliche Glaube bringen sollte. Vorchristliche Bräuche waren langlebig, einige wurden in Hast
in einem christlichen Sinne uminterpretiert. Die Christlichkeit Europas bedeutet aber, dass die christliche Religion die europäischen Völker tief geprägt hat. Das ist eine Binsenweisheit. Spuren dieses Phänomens sind nämlich überall zu finden. Kirchen, Gemälde, Werke der Musik und der Literatur, Redewendungen und so weiter. Ich kann hier unmöglich eine Liste dieser Einflüsse aufstellen. Dabei würde ich übrigens offene Türe anrennen. Der Einfluss war so tief, dass diese Völker vielleicht nicht mal brauchen, den Ursprung ihrer Weltsicht ausdrücklich zu kennen. Diese Christlichkeit Europas darf keineswegs als ein Anspruch auf Exklusivität gedeutet werden. Deswegen wird sie nicht nur von Christen geltend gemacht und verteidigt, sondern ebenso sehr etwa vom Juden Joseph Weiler, ein hochkarätiger Jurist, der in einem bedeutenden Büchlein sogar seinen jüngeren Brüdern, und da sind wir, vorwirft, sie lassen ihre kulturelle und religiöse Identität allzu oft in ihren Taschen stecken und sich in ein selbstgewähltes Ghetto, für einen Juden ist das ein sehr starkes Wort, einsperren lassen. Soweit zur Vergangenheit. Was ist jetzt die Neuzeit? Die Neuzeit ist die Epoche, in der die Formel Europa und Christentum aufgehört hat, eine Gleichung darzustellen. Nur als Reaktion gegen diesen Zustand der Zerrissenheit ist die erst um 1826 geschehene Lektüre der schon genannten Rede von Novalis zu verstehen, als etwa als Reaktion, nämlich gegen die Kirchentrennung. Die Kirchentrennung im 16. Jahrhundert hat nämlich eine Spaltung der Christenheit bewirkt. Dazu hat sie aber eine weitere, gravierendere Spaltung verursacht. Sie hat tiefer als die doch so katastrophalen sogenannten Religionskriege zu einer Spaltung innerhalb der christlichen Glaubenserfahrung und Verständnisses geführt. Das, was es bedeutet, Christ zu sein, hat keine einheitliche Bedeutung mehr. Nun darf man fragen, hat nicht die Einheitsverlust des christlichen Raums eine Zersplitterung der christlichen Religion mit sich gebracht? Auf jeden Fall tritt mit der Neuzeit eine kritische Haltung dem Christlichen gegenüber ein. Der moderne absolutistische Staat, zuerst in seiner monarchischen Form, dann als unsere Demokratien, hat die traditionellen Aufgaben der Kirche wie Schule und soziale Hilfe zu sich gerissen. Ferner hat der Staat die Güter der Kirche säkularisiert oder zur Verfügung der Nation gestellt, zu Deutsch geklaut, zuerst im Sog der Reformation in Deutschland, Skandinavien und Großbritannien, dann ab dem späten 18. Jahrhundert überall in Europa, beginnend mit Frankreich. Als Legitimation dieses Angriffs hat die Staatsmacht eine antichristliche Propagandaliteratur toleriert, die teilweise aus alten Quellen wie Lukrez schöpfte, sich teilweise auf die Errungenschaften der newtonischen, später darwinistischen Naturwissenschaft stützte, um das Christentum als eine endgültig erledigte Weltanschauung zu erklären. Nach einer milderen Fassung dieser Sichtweise könnte man jedoch dem Christentum eine Stelle in der Geistesgeschichte Europas zuweisen, eine Ehrenstelle sogar, aber eine Stelle in einer unwiederbringlichen Vergangenheit. Europa sei,
wie für Iwan Karamasow, nur ein Friedhof, aber der liebenswürdigste Friedhof. In ihm, in Europa, habe das Christentum seine Aufgabe zwar erfüllt, aber derart, dass sie sich jetzt erübrige. Der Inhalt der christlichen Botschaft habe die europäische Kultur so tief durchdrungen, dass man die Hülse jetzt wegwerfen könnte. Das Christentum könnte man jetzt im Hegelschen Sinne aufheben. In diesem Sinne könnte man unschwer Benedetto Croce verstehen, der 1943 einen Aufsatz verfasste, der später zu einem Klassiker werden sollte, unter dem Titel Warum können wir nicht umhin, uns Christen zu nennen? Das wäre eine neue, dieser Vorgang des Verwerfens verbunden mit einer Anerkennung, wäre eine neue Fassung des extrem liberalen Kulturprotestantismus. Heutzutage kann man eine ähnliche Haltung etwa in Italien bei den sogenannten Atei Devoti, wie zum Beispiel Marcello Pera, der sich in ein Gespräch mit Papst Benedikt eingelassen hat. Ebenfalls bei einem anderen wichtigen Gesprächspartner des noch Kardinalen Josef Ratzingers, dem deutschen Philosophen Jürgen Habermas. So lautet die Frage: Braucht immer noch Europa das Christentum? Und die Gegenfrage, meine Gegenfrage, kann Europa das Christentum überleben? Aber was ist das eigentlich, das Christentum? Der zweite Begriff, den ich hier zu erläutern habe, ist kein geringerer als das Christentum. Diese weite Frage kann ich unmöglich restlos beantworten. Von mir dürfen Sie kaum eine allgemeine Theorie über das Wesen des Christentums erwarten, geschweige denn theologisches. Hier will ich nur ein Thema anschlagen, und zwar die Frage nach dem Beitrag des Christentums zur europäischen Kultur. Und ich meine damit die Frage nach dem heutigen möglichen Beitrag. Um sofort mit meiner These anzufangen: Es kommt nicht in Frage, eine Spektralanalyse Europas durchzuführen, um in ihm eine Liste christlicher Elemente aufzustellen. Das Christentum beansprucht nämlich nicht, der Kultur neue Inhalte zu bringen. Das Christentum liefert eine neue Perspektive. Die christliche Revolution ist sozusagen eine phänomenologische Revolution. Sie besteht nämlich darin, das bisher Unsichtbare sichtbar werden zu lassen. Ein neues Licht geht auf, wobei in einem gewissen Sinne gar nichts geschieht. Wenn ich das Licht in meinem Zimmer einschalte, wird der Möbelbestand um kein neues Stück bereichert. In einem gewissen Sinne geschieht jedoch Wichtigeres. Mit einem Satz springt das Ganze in die Sichtbarkeit hinein. Mit dieser Äußerung tue ich übrigens nichts anderes, als eine uralte Idee mit einem neuen Bild auszudrücken. Diese alte Weisheit ist nämlich beim heiligen Irenäus von Lyon zu lesen. Er schreibt in einer kühnen Formel, dass Christus nichts Neues gebracht habe. Vielmehr habe er alle Dinge erneuert, indem er sich selbst brachte. Omnem novitatem attulit semet ipsum afferens. So ist das Problem nicht die Kenntnis dessen,
was wir zu tun haben, kurz die Kenntnis des moralischen Gesetzes. Worauf alles ankommt, ist die Anwendung dieses Gesetzes. Und dafür brauchen wir Augen. Das Christentum tut nichts anderes, als uns die Augen zu öffnen. Es genügt nicht zu wissen, dass ich meinen Nächsten lieben soll, was das Gesetz Mose schon klar fordert. Das Gesetz lässt aber im Dunkel, wer eigentlich dieser Nächste ist. So ist die Frage des Rechtsgelehrten an Jesus durchaus berechtigt. Wer ist mein Nächster? Wer ist ein Mensch? Wer gilt als ein Mensch und wer nicht? Für die damaligen Juden waren die Samariter kaum Menschen im eigentlichen Sinne. Mit ihnen durfte man nicht verkehren, nicht mal sprechen. Das sagt die Samariterin im Johannesevangelium. Deswegen wählt Jesus mit Absicht einen Samariter als Hauptgestalt seines Gleichnisses. Sie waren nämlich als Menschen unsichtbar. Genauso später die Schwarzen in den Vereinigten Staaten, wie der Schriftsteller Ralph Ellison in seinem berühmten Roman »Der unsichtbare Mensch«, nicht von Wells, sondern von diesem Amerikaner, ein Schwarzer, wie Ralph Ellison in seinem berühmten Roman »Der unsichtbare Mensch« es schon im Titel zum Ausdruck gebracht hat. Das Christentum hat gewisse Menschenkategorien überhaupt erst als menschlich sichtbar gemacht. Hier seien 5 Beispiele in aller Kürze angeführt. Die Abtreibung war in der Antike ziemlich üblich. Sie galt zwar als unfein und bedauerlich, aber nicht als Mord. Das Christentum ist davon ausgegangen, dass die Frucht einer echten Liebe zwischen 2 Personen auch als völlig menschlich gelten muss. Das Aussetzen unerwünschter Säuglinge war für die Alten zwar unangenehm, es war jedoch kein Verbrechen. Kein Verbrechen, das man um jeden Preis vermeiden sollte. Das Christentum, auch in dieser Hinsicht ganz im Kielwasser des Judentums, hat sich gegen diesen Brauch aufgelehnt und hat ihn allmählich verdrängt. Die Sklaven wurden in der Antike als unvollkommene Menschen betrachtet. Das Christentum hat zwar nicht versucht, sie frei zu lassen, eine Gesellschaft ohne Sklaven war damals undenkbar. Das Christentum hat aber die Gründe zugunsten der Sklaverei um ihre Legitimität gebracht, im Namen der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen. Das geschieht zum Beispiel bei Gregor von Nyssa in seinem Kommentar zum Hohelied, zum Prediger. Die Mädchen wurden in der Mehrzahl der Fälle von ihren Eltern verheiratet, nicht nur in der Antike, sondern auch im Mittelalter und in der Neuzeit. Der Kirche ist es gelungen, ihnen das Recht der Wahl des Gatten zu sichern. Sie hat jahrhundertelang für das Recht der Volljährigen gekämpft, auch ohne die Bewilligung des Vaters zu heiraten. All das betrifft die heidnische Antike. Die andere Quelle der europäischen Kultur, die jüdische nämlich, war aber nicht immer darüber im Klaren, wer als Mensch gelten durfte, nicht nur im Falle des Rechtsgelehrten, der diese heikle Frage an Jesus richtet. Nach gewissen Weisen des Talmuds
seien nur die Israeliten Menschen im eigentlichen Sinne, wohingegen die Götzendiener den Namen Mensch nicht verdienen. Im Morgengebet dankt der fromme Jude Gott dafür, dass er ihn nicht als Heide, als Sklave oder als Frau geschaffen hat. Auf diesem Hintergrund versteht man den Abschnitt aus dem Galaterbrief, in dem Paulus diese drei Unterschiede in derselben Reihenfolge als irrelevant ausschaltet. Wohl kann man sagen, das Christentum habe die Aussetzung der Kinder, die Abtreibung, die Sklaverei, die erzwungenen Ehen, die Diskriminierung gegen die Heiden und so weiter bekämpft, untersagt oder wie es auch heißen mag. Diese Ausdrucksweisen bleiben aber nur negativ. Es wäre interessanter und meiner Meinung nach aufschlussreicher zu sagen, das Christentum hat uns die Leibesfrucht, das Kind, den Sklaven, die Frau, den Heiden als echte Menschen sehen lassen. Auf dieser breiten Sicht des Menschlichen beruht die europäische Kultur. Sie wird möglich, um es mit Karl Marx zu sagen, sobald der Begriff der menschlichen Gleichheit bereits die Festigkeit eines Volksvorurteils besitzt. Wo kommt aber dieses Vorurteil her? Wenn ich hier in Warschau Eulen nach Athen bringen darf, sei es mir hier erlaubt, als Antwort das bekannte Vierzeiler von Mickiewicz zu zitieren, die Brunnen. Du sagst, die Leute brauchen Gott nicht zu lieben, solange ihnen Tugend und Vaterland teuer sind. Der Dumme sagt, macht nichts, wenn der Brunnen in den Bergen vertrocknet, solange Wasser in den Röhren der Stadt fließt. Jetzt bildet für uns, meine Damen und Herren, die Moderne eine neue Herausforderung. Die unmenschlichen Handlungen, die ich erwähnt habe, sind leider immer noch bei uns. Einige kehren wieder, und zwar in einer virulenteren Form. Die Christen versuchen immer noch, ihnen den Garaus zu machen, wobei sie in gewissen Fällen taktische Bündnisse mit anderen Gläubigen oder gar Agnostikern schließen können und sollen. Das Christentum muss jetzt seine revolutionäre Sicht des Menschen verallgemeinern und dieselbe Operation, dasselbe in Sicht kommen lassen, durchführen, wie früher auf den fünf oben genannten Schlachtfeldern, nur auf einen größeren Maßstab. Die fünf oben genannten Angriffe auf das Menschliche betrafen nämlich nur ein besonderes Aspekt des Menschlichen, etwa eine Etappe in der Entwicklung des Individuums, wie die Leibesfrucht, ein Lebensalter, wie die Kindheit, ein Geschlecht, wie das Weibliche, einen sozialen Status, wie die Sklaverei, eine religiöse Haltung, wie das Heidentum. Dabei wurde nur ein Teil dessen ausgeschlossen, was wir christlich geprägte Europäer als dem Menschlichen angehörig anerkennen. In der Antike wurde aber das Untermenschliche von einem leicht erkennbaren Menschentyp abgehoben. Was ein Mensch ist, darüber waren die Alten völlig im Klaren. Dieser archetypische Mensch war ein Mann erwachsenen Alters,
ein erwachsener Mann von freiem Stande. Folglich war er Bürger einer Polis. Diese Bedingungen ermöglichten die völlige Entfaltung des unterscheidenden Merkmals des Menschlichen, des Logos, nämlich Vernunft, Rede. Die Übersetzung dieses griechischen Wortes ist bekanntlich heikel. Wenn der Besitz dieses Logos sich darin konkretisierte, dass dieser Mann Griechisch oder als zweitbestes Latein sprach, war das noch besser. Jetzt befinden wir uns in einer schwierigeren Lage. Dieser archetypale Mensch existiert für uns nicht mehr. Auf der einen Seite, ich versuche jetzt die Gefahr zu beschreiben in aller Kürze, auf der einen Seite sind seit einigen Jahrzehnten die konkreten Mittel, die den Untergang der Menschheit herbeiführen könnten, vorhanden. Die Wasserstoffbombe, die Umweltverschmutzung, die künstlichen Empfängnisverhütungsmittel könnten zum Untergang der Menschenart führen. Auf der anderen Seite bezweifelt der europäische Mensch seine eigene Legitimität. Er ist nicht mehr ganz sicher, ein Anrecht auf Ausbeutung der Erde zu besitzen, den übrigen Geschöpfen moralisch überlegen zu sein, ja, sich radikal von ihnen zu unterscheiden. So besteht das Schlimmere, das sich seit einigen Jahrzehnten eingestellt hat darin, dass das Menschliche nicht nur verkannt wird in gewissen Fällen, wo es, obwohl schwer zu identifizieren, jedoch vorhanden ist. Jetzt ist das Menschliche in seiner Rechtmäßigkeit frontal angegriffen und in seiner Gesamtheit gefährdet. Und das geschieht entweder in den europäisierten Bereichen der Erde oder als Folge von Ereignissen, die in Europa ihren Anfang genommen haben. Im heutigen Europa, im engeren geografisch-kulturellen Sinne des Wortes, ist die Lage noch schwieriger gemacht durch die Geschichte. Dem Zweifel über den Wert des Menschen überhaupt kommt eine Art Selbsthass des europäischen Menschen hinzu. Eines Menschen nämlich, der seine Vergangenheit als eine ununterbrochene Reihe von Verbrechen den anderen Weltteilen gegenüber betrachtet. Eine Vorstellung, die übrigens nicht völlig unbegründet ist. Eine Schuldbekenntnis, die in keinen Sündenerlass mündet, wird aber zu einem tödlichen, genauer selbstmörderischen Gift. Wozu dann dient das Christentum? Und damit komme ich zu meinem Schluss. Welchen Dienst kann das Christentum der europäisierten Welt und Europa leisten? Das Christentum kann der Welt den Dienst leisten, den Wert des Menschlichen überhaupt zu begründen. Ferner kann es Europa einen spezifischeren Dienst leisten, indem er ihm hilft, den Weg zur Vergebung zu finden. Und dafür braucht man den Kern der christlichen Botschaft, und zwar den Glauben an Gott als Schöpfer und als Erlöser. Ich bedanke mich.